herzlich willkommen zu einem neuen Alles anprobieren Video. Ich hatte ja in den letzten Teilen meinen ganzen Kleiderschrank anprobiert und wir haben die Sportklamotten ausgelassen, weil ich mich gefragt habe, ob das für euch überhaupt interessant ist. Und ich werde letztendlich heute, nachdem so viele von euch gefragt haben, alle meine Sportklamotten in den möglichen Sets anprobieren. Ich habe zum Teil Leggings von sehr vielen verschiedenen Marken, die teilweise auch sehr beliebt bei euch sind, wie zum Beispiel Gymshark oder Oceans Apart oder hier ist auch was von Adidas dabei oder von Nike. Ich habe teilweise auch kurze Hosen dabei, die werde ich auch gleich zeigen. Ich habe auch einzelne Leggings oder Oberteile, die nicht mehr zu einem Set gehören und wir werden heute einfach mal gemeinsam aussortieren, welche Sportklamotten ich behalten werde. Und vor allen Dingen werde ich euch auch mein ehrliches Feedback geben, welche Sportklamotten ich gut finde und bei welchen ich was zu bemängeln habe und wo ich sage, das war dann leider so ein Griff ins Klo. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr sagen werdet und falls ihr Lust habt zu sehen, wie ich das alles in meinen Kleiderschrank einsortiere, dann gebt dem Video sehr gerne einen Däumchen nach oben, dann drehe ich nochmal ab, wie ich den ganzen Kleiderschrank auf Vordermann bringe. Kommen wir zu Set Nummer 1 von Oceans Apart. An dieser Stelle mal ein paar Worte zu Oceans Apart. Ich persönlich habe selbst dort noch nie bestellt. Mir wurden die Sachen immer zugesendet. Bei Oceans Apart teilt sich bei mir die Meinung so ein bisschen in zwei, weil ich muss sagen, dass ich zu 90% eigentlich super, super glücklich mit den Sachen war von Oceans Apart. Ich liebe diesen wirklich sehr, sehr dicken Bund. Ich finde die Sets grundsätzlich von den Farben und von den Schnitten sehr, sehr interessant und auch sehr schön und vor allen Dingen auch angenehm zu tragen. Nun ist es allerdings so, wenn man sich mal so auf Instagram bei denen umschaut, was da so in den Kommentaren steht, wie viele Leute sich beschweren über den schlechten Kundensupport, dass die Teile viel zu spät ankommen, dass die Teile eine grottige Qualität haben, weil angeblich den Influencern die guten Sachen zugeschickt werden und den anderen die schlechteren Sachen. Das muss man natürlich immer differenziert betrachten. Insgesamt muss man alles natürlich immer differenziert betrachten. Muss ich ehrlich sagen, falls ihr Lust habt, euch ein Set von Oceans Apart zu bestellen, würde ich auf jeden Fall lediglich nur mit einem Influencer-Code bestellen, weil die Sachen ansonsten wirklich extrem teuer sind und höchstwahrscheinlich machen die immer noch genug Gewinn, selbst wenn ihr das mit dem Code bestellt und zu Sale-Preisen und zwei Tops kostenlos und bla bla bla. Und vor allen Dingen würde ich euch auch empfehlen, dass ihr da vielleicht ein bisschen vorsichtig seid, erstmal ein oder zwei Sachen bestellt und schaut, wie lange das dauert und wie das mit dem Support ist und so weiter und so fort. Das nächste Set ist von Gymshark und normalerweise trage ich das unten drunter immer mit noch einem Sport-BH oder sowas, aber dieses Set ist wirklich mein Favorite momentan, also mit dem mache ich so am liebsten Sport. Ich finde das erstens super, super angenehm, um Sport zu machen. Ich liebe die Farbe von den Leggings und ich liebe auch, wie die Leggings so insgesamt shaped. Ich finde, das ist einer dieser rosa Töne, wo man nicht nackt aussieht, wenn man die anhat. So ein Beispiel habe ich nämlich auch noch gleich für euch am Start. Und ich finde das Oberteil einfach sehr, sehr cool. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir das insgesamt schmeichelt. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber ich muss schon sagen, ich finde es sehr, sehr geil. Ich werde euch die Sachen auch gerne unten verlinken, wenn es die Sachen aktuell noch gibt. Hier mal so ein ganz klassisches Set mit einem Shirt, aber es ist jetzt nicht wirklich so, dass es zusammengehört. Beides ist auf jeden Fall von H&M. Und zwar ist es einfach so eine ganz einfache schwarze Leggings. Hier nochmal mit so ein bisschen Netzmaterial und so einem Zickzack-Gummi. Hier dann nochmal so ein Funktionsshirt. Das ist tatsächlich auch das einzige Funktionsshirt, was ich besitze, weil ich persönlich, wenn ich schon Funktionsoberteile verwende, verwende ich nur Sport-BHs oder solche Crop-Shirts, weil ich das insgesamt irgendwie einfach motivierender finde beim Sport, kann man das so sagen. Und wenn ich schon ein T-Shirt trage, was ich übrigens auch sehr oft mache oder gerade auch im Fitnessstudio eigentlich ständig, dann nehme ich einfache Baumwoll-Shirts. Ich weiß nicht warum, aber ich persönlich finde das so viel angenehmer. Hier auch wieder ein Set von Oceans Apart, absolut nichts zu beanstanden, habe ich auch immer super, super gerne getragen und deswegen werde ich das auch auf jeden Fall behalten. Vielleicht kennt ihr noch die Sportmarke Stronger. Das war auch so ein richtiger Instagram-Hype und ich habe auch so ein Set damals zugeschickt bekommen. Ich muss ehrlich sagen, ich war immer super, super happy mit dem Set. Das Einzige, was ich selten getragen habe, war leider das Oberteil, weil es nämlich eine Größe XS ist und ich doch eher eine S brauche, weil es so eng und so klein ausfällt. Ansonsten ist es vom Schnitt und vom Material allerdings mega, mega cool. Auch die Leggings finde ich persönlich mega geil, weil es ist einfach ein etwas dickerer Stoff. Wiederum ein Nachteil, wenn ihr wirklich etwas Luftdurchlässigeres haben wollt, weil das hier fühlt sich wirklich eher warm an. Und das ist auch genau der Grund, warum es für mich die perfekte Leggings war. Diese Leggings trage ich nämlich so oft zum Kiten. Ich liebe diese Leggings zum Kiten, weil bei jeder anderen mit so einem ganz, ganz dünnen Stoff oder sowas denke ich immer so, boah, wenn ich da einmal an eine Koralle komme oder an einem Steinchen oder sowas, dann schlitze ich mir sofort die Haut auf. Hier habe ich wirklich ein bisschen Schutz, ich habe Sonnenschutz und trotzdem ist es noch
viel, viel bequemer als ein Neoprenanzug. Oh, mir ist so warm am Anziehen geworden. Das hier ist ein weiteres Set von Gymshark, was ich auch sehr, sehr gerne habe vom Schnitt. Also ist jetzt nichts, was mich stören sollte. Nur die Hose hätte ich mir doch eine Größe größer bestellen sollen. Den Sport-BH habe ich jetzt ohne Polsterung an. Den gibt es aber mit Polsterung eigentlich nur. Die habe ich irgendwie anscheinend nicht mehr reingetan nach dem Waschen. Aber ehrlicherweise finde ich es eben gerade sogar ganz angenehm ohne Polsterung. Ihr wisst, ich habe ja nicht vorhandene Boobies, beziehungsweise sehr, sehr wenige Boobies, was auch völlig okay ist, aber hier finde ich das echt mal ganz angenehm ausnahmsweise, ohne Polster. Ein Oberteil, welches auch zu der Leggings passen könnte, ist dieses langärmelige von Gymshark. Ich liebe den Look. Allerdings gibt es zwei extreme Nachteile bei dem Oberteil. Ich werde es aber trotzdem behalten, weil ich es so schön finde. Aber es ist zum Sport machen super unpraktisch, weil ich finde, man schwitzt wie blöde. Also ich weiß nicht, unter welchen Bedingungen ich jetzt Sport machen müsste, damit das genau das richtige Outfit ist und ich hier Kälte zulassen kann. Gerade wenn man schwitzt, werden die Nieren ja dann noch kälter. Wiederum ist es so, dass mir dieses Oberteil auch so ein bisschen zu klein ist, beziehungsweise selbst, glaube ich, selbst wenn ich eine Größe größer bestellen würde, ist hier irgendwie der Schnitt ganz komisch an den Armen, weil es hier alles so super ultra eng ist. Dass immer als ich trainiert habe mit dem Oberteil, hier gemerkt habe, wie es gescheuert hat. Und das hat natürlich wie blöde nach einer Zeit gebrannt. Ich möchte mal kurz was zu meinen kurzen Hosen. Ich habe einmal diese ganz klassische Nike Shorts. Die finde ich wirklich sehr, sehr geil und die würde ich sofort wieder kaufen. Übrigens, das, was ihr hier auf meinem Bauch seht, sind meine OP-Narben. Werden immer besser. Aber ich habe leider auf die Pflaster ein bisschen krass reagiert und habe jetzt deswegen auch so Blasen bekommen und die haben sich mit Blut gefüllt. Vom Schnitt und von der Idee eine sehr ähnliche Shorts von H&M. Die würde ich allerdings nicht nochmal kaufen, weil ich finde nämlich die High-Waist-Variante von der Nike viel, viel geiler und viel praktischer für mich zum Sport machen. Allerdings, muss ich sagen, habe ich die Shorts damals gekauft, als ich noch Cheerleading gemacht habe. Und da wäre eine High-Waist-Shorts ziemlich beschissen gewesen. Weil vielleicht kennt ihr ja Partner-Stunt oder sowas, da hat mich mein Partner einmal hier gegriffen und dann hieß es ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ungefähr hieß es, ne? Also, beim Cheerleading ist es wichtig, dass es hier frei ist, dafür war es praktisch, jetzt mache ich das allerdings nicht mehr und ich finde es unangenehm, deswegen kommt die weg. Weiteres Höschen, von dem ich mich freue zu verabschieden, das hatte ich auch immer beim Cheerleading an, weil das war hier eng, das ging gut. Oder man hat es dann einmal umgeklappt und dann war das auch kein Problem mehr. Und hier war es einfach eng und ich fand es einfach mit engeren Sachen immer angenehmer. Vor allem, wenn man nach Stunts gefangen wurde oder sowas. Wo wir schon bei alten Sportarten sind, machen wir doch mal weiter mit meinem genialen Tennisrock. Ich habe gehört, Tennisröcke sind wieder in. Den habe ich damals, glaube ich, mit 14 gekauft. Ich passe noch rein und ganz ehrlich, ich werde ihn nicht abgeben, weil ich spiele so selten Tennis. Und ich müsste mir dann einen neuen Tennisrock kaufen. Wenn ich öfters Tennis spielen würde, würde ich mir wieder einen neuen kaufen. Hier kann man die Bälle reintun. Ich habe sie nie da reingetan. Und ich kenne auch niemanden, der Tennis spielt, der es hier reintut. Sondern bei Röcken tut man es teilweise meistens dann doch hier reinklemmen. Dazwischen alle Bälle rein und dann und auf Schlag. Geil. Das nächste Set von Nike. Also ich muss ehrlich sagen, Sport-BH, Top, Hose, keine Ahnung. Hä, so scheiße ist die gar nicht. Ich glaube, ich werde sie behalten. Und wenn ich sie in einem halben Jahr nicht getragen habe, dann kommt sie weg. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich sie habe. Ich habe sie geschenkt bekommen. Nochmal kurz eine alleinstehende Leggings, zu der ich kein passendes Oberteil habe. Eine Gymshark Leggings. Finde ich total angenehm. Das Einzige, ich finde, die machen ganz schön Camel Toe, eben gerade nicht, weil ich sie nicht so hochgezogen habe. Aber grundsätzlich eine coole Leggings und ich trage sie auch. Wo wir direkt schon bei alleinstehenden Leggings sind, direkt mal weiter zu einer Katastrophen-Leggings von Oceans Apart. Aus dem Grund, diese Leggings kamen bei mir nicht kaputt an, sondern ich habe sie zum ersten Mal angezogen und sie ist direkt hier unten gerissen. Was natürlich leider nicht für die Qualität der Leggings spricht, weil grundsätzlich finde ich sie hier oben super, super, dass sie einen super hochwertigen Eindruck macht. Sie fühlt sich sehr, sehr gut an. Sie hat hier hinten nochmal eine Tasche und das Design finde ich persönlich auch sehr cool, auch gerade hier mit dem Netz. Und dass es halt so asymmetrisch ist von den Beinen. Allerdings ist, glaube ich, genau das das Problem, wenn ihr euch noch daran erinnert, was ich vorhin gesagt habe, was wahrscheinlich einige von euch hatten, wenn sie Leggings zugeschickt bekommen haben, dass sowas passiert ist. Teilweise bestimmt auch mit anderen Modellen. Sie sich dann letztendlich beim Kundensupport gemeldet haben und dort teilweise sehr spät eine Rückmeldung bekommen haben oder teilweise gar nicht. Und das kann ich natürlich verstehen, ist sehr ärgerlich, vor allen Dingen, wenn man den Originalpreis gezahlt hat. Die teuerste Leggings, die ich besitze, knapp 100 Euro von Lululemon. Der einzige Vorteil an Lululemon, weil ich bin vom Material, klar, das ist irgendwie besonders, aber tatsächlich nicht meine Favorite-Marke geworden. Der einzige Vorteil ist, dass ihr eine lebenslange Garantie habt. Das heißt, sollte irgendwas an der Leggings sein, könnt ihr sie einschicken und kriegt dann eine neue oder es wird irgendwie repariert. Wie genau das funktioniert, keine Ahnung. Klingt ganz cool, aber man muss ein Lululemon-Fan sein, damit sich dieser teure Preis lohnt. Einfaches Tanktop von Nike,
kann man nichts falsch machen. Ein sehr altes Tanktop von Decathlon, was ich wirklich gar nicht mehr gerne trage, deswegen werde ich das auch aussortieren. Ein sehr lässiges Set von Adidas, wie ich finde. Eigentlich habe ich dazu sogar noch die passende Regenjacke und auch noch die passenden Schuhe. Also ich finde, es ist mal so was völlig anderes und das ist etwas, was ich sehr gerne anziehe, wenn ich draußen mal dazu komme zu joggen. Da will ich die anderen Sachen eher nicht anziehen. Also die ziehe ich eigentlich lieber so für Krafttraining an. Das hier ist das Sportset aus meiner zweiten Estée Lauder Kollektion. Ich bin immer noch ein Ultra-Fan von dem Oberteil. Also Geschmäcker ändern sich ja über die Zeit so ein bisschen. Danke. Den Schnitt vom Oberteil habe ich so ausgewählt, ganz einfach aus dem Grund, weil es super schmeichelnd ist für Leute wie mich, die wenig Brust haben, die sehr schmale Schultern haben und eher breitere Hüften. Und dadurch, dass man hier so ein bisschen so einen kleinen abstehenden Ärmel hat, wirkt das alles nochmal etwas gleichmäßiger. Und auch hier ist es einfach schmeichelnd für die Taille. Bei der Hose, ich finde die immer noch ganz cool, aber ich muss schon sagen, ich hätte mittlerweile coolere Ideen, um eine neue Leggings zu entwickeln. Ich habe die Klamotten von meinen Kollektionen wirklich schon super gerne, aber natürlich findet sich immer mal wieder ein Teil, wo man vielleicht im Nachhinein sagt, Mist, das hätte ich irgendwie doch anders gemacht. Auch eine Einzelgänger-Leggings, die Leggings von Delune, das finde ich persönlich ist eher eine Leggings für zu Hause chillen. Hier finde ich auch, lohnt es sich nur die Leggings zu kaufen, wenn ihr einen Influencer-Code habt, ansonsten zu teuer. Gemütlich für zu Hause, aber auch hier muss ich zugeben, ich arbeite nicht mehr mit Lulu zusammen, weil ich finde, es gibt andere Marken, die sind eigentlich genauso cool. Deswegen ist okay, aber ich bin ehrlich, mit Lulu würde ich nicht mehr zusammenarbeiten, weil ich selbst mich auch dazu entschlossen habe, dort einfach nicht zu kaufen. Meine allererste Sportleggings, die ich mir damals in Malaysia gekauft habe, im Auslandsaufenthalt, mit der war ich ganz, ganz viel kiten. Eigentlich einer der Gründe, warum ich sie gerne behalten will, aber oben der Bund ist schon so ausgelulatscht. Also es ist schon echt nicht mehr feierlich. Der ist so richtig schön wellig. Das ist so eine Erinnerungs-Leggings. Wie ihr seht, ich habe eigentlich echt fast gar nichts aussortiert. Eigentlich bisher nur ein Oberteil. Ich kann mich von meinen Sportklamotten nicht trennen. Das ist wie Bikinis aussortieren. Das geht einfach nicht. Nächstes Set von Oceans Apart. Eins der Sets, was ich übelst feiere und was ich sehr, sehr, sehr cool finde. Ich weiß nicht warum, aber das habe ich irgendwie schon immer sehr, sehr gern gehabt. Auch vom Rücken und sowas. Also war immer damit zufrieden. Hier auch noch ein Set von Oceans Apart, wo ich sagen muss, wieso kam damals der Trend zu diesen blass-pinken Unterhosen? Sorry, ich meine Leggings. Man sieht, ja okay, man sieht halt alles durch bis auf die Unterhose. Ich finde, das ist erstens super durchsichtig, zweitens, man sieht immer nackt aus. Man wird von jedem angestarrt, wenn man im Fitnessstudio damit ist. Und lasst euch sagen, es ist meine Erfahrung. Und drittens, es wird einfach immer dreckig. Also sobald man was auf dem Boden trainiert oder sowas, hat man hier überall Flecken. Das Oberteil an sich finde ich vom Schnitt ganz gut. Allerdings ist das natürlich auch durchsichtig, aber das ist grundsätzlich das Problem, was man hat, wenn man weiße Sportoberteile oder weiße Leggings hat oder helle Leggings, die nicht mit doppeltem oder dickerem Stoff verarbeitet worden sind. Ich bin wirklich super gespannt, was ihr zu den Sportklamotten sagt und worauf vor allen Dingen ihr bei euren Sportklamotten Wert legt. Was ist euch wichtig bei Sportklamotten? Lasst es mich sehr, sehr gerne wissen unten in den Kommentaren. Ich finde es wirklich super spannend, weil es ist irgendwie auch so ein starkes eigenes Empfinden und gleichzeitig will man ja trotzdem, dass es irgendwie motivierend und cool ist und ich persönlich trage auch super gerne Sportklamotten zu Hause im Alltag. Wenn ich Lust habe, mich zu motivieren, zu arbeiten oder den Haushalt zu machen oder sowas, ich finde Sportklamotten haben einfach sowas extrem Positives für mich zumindest. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch irgendwie so fast nichts aussortiert. Ich hoffe aber, dass ihr auf alle Fälle ganz, ganz viel Spaß bei dem Video hattet. Ich werde euch hier mal das letzte alles anprobieren verlinken. Hier unten könnt ihr den Kanal sehr gerne abonnieren, falls ihr es bisher noch nicht gemacht habt. Ich wünsche euch an dieser Stelle wirklich noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis bald. Tschüss!